Ich will einen Splitter haben! gucken wir mal. Hallo, eine wunderschöne. Hallo. So, müssen wir mal ein bisschen durchgucken. Einmal looking. Ja, ich. Alles schwierig. Alles nicht normal. Alles unnormal. Ah, Goody. Oh, ist das. Gut, I've been. So, ja, wie soll ich sagen? Heute machen wir Handcontent. Nein, Quatsch. Hände. Was sind Hände? Die sind einfach angewachsen. Nein, heute, wie ihr gesehen habt, geht es um. Vernasche die Welt! Meine neue Box ist da. Yeah. Goody. Ah, herrlich schön. Ist noch alles schön verschlossen und so weiter. Vorab, es ist nicht gesponsert. Es ist mein eigenes Geld da reingeflossen. Ich habe mir das selber persönlich abonniert. Lass mir das monatlich privat zuschicken und so weiter. Möchte aber allerdings immer mit euch gucken, was ist da drinne, wie schmeckt das, aus welcher Welt ist das und so weiter und so fort. Geil, weiß man nicht. Könnt ihr runterschreiben, könnt ihr mal einen Kommentar schreiben. Ja, nein, vielleicht, eventuell, cool. Goodie. Ich mache das so wie bei Nerd 7. Grüße gehen raus. Ich mache Blindverkostung. Gut, machen wir so. Knicki knacki. Goodie, dann ritzen wir das mal auf. Mit dem Messerchen. So. Und müssen das irgendwo mal gucken, dass wir das irgendwo hinstellen. Messer schön beiseite. Weg damit. Chibididu. So. Stellen wir hier schön in die Ecke. So, dass ich da nicht rankomme. Nicht rein Luki machen. Weil wir wollen es ja nicht spoilern. Gut. Ja. Gucken wir mal. Machen wir nochmal ganz einfach. Mal knick. Ah, da. Hallo. So. Schmeiß weg. Oh, Tisch ist zu klein. Yay. Wuhu. Ein bisschen Platz machen. Bisschen beiseite schieben. Bisschen mehr Platz. Yippie. Goodie. Ja, es ist alles. Ach, hör auf. Goodie. Wie gesagt, ich greife einfach rein, hol was raus, wir gucken nach, was ist da drinnen, was wollen wir haben, was nicht, was toll und so weiter und so fort. Ich hatte das letzten Monat auch schon gemacht, das war die Polenbox, also Naschereien aus Polen und irgendwie weird, keine Ahnung. Das Video musste ich leider runternehmen. Weil ich nicht wusste, was, wie, wo, bla und so weiter. Einfach von oben runter, ja, aber einfach raus und krieg nass. Goodie. Gut, wir wissen, was drin das ist, aber wir müssen mal eben einmal gucken. Ist da kein Zettel drin? Aus welchem Land? Normalerweise hat man immer. Oh, jetzt muss ich mir spoilern eigentlich. Weil es liegt kein länderspezifisch. Ich mach nur ganz kurz Luki. Nö. Hey, das ist neu. Entweder ist es neu oder ich hab. Oh. Ja. Super, cool. Ich weiß nicht, aus welchem Land das ist. I don't weiß nicht. Alles drin, alles Mögliche. Ich habe nicht viel gesehen davon. Ich kann das auch alles erfüllen. Das Problem ist,
Ich weiß nicht aus welchem Land. Normalerweise ist da immer eine Broschüre drin, ne? So, hey, das ist aus dem Land, was ist da drin? Und immer irgendwie Beschreibungen. Cool, komisch. Das haben die weggelassen, haben sie weggelassen. Ja. Das ist so, Mann. Ey, da will man mal irgendwas machen. Wie gesagt, keine Ahnung. Zacki. Steht da irgendwo drauf dabei. Was für ein Land hier sein könnten? I don't, weiß nicht. Guck mal, sogar Followers. Bin sogar bei. Tweet, tweet, tweet. Bei X. Insta und Facebook vertreten. Ja. PMEST. Espanolas oder was? Aber es ist echt. Sorry, ich muss mich jetzt spoilern, weil es ist kein Zettel drin. Sorry, aber irgendwie. Ja. Da, egal, machen wir da weiter. Machen wir einfach. Wir gucken, was ist drin. Und so weiter und so fort. Es ist leider keine Beschreibung dabei. Ich kann euch nicht sagen, aus welchem Land es ist, woher es kommt. Es ist echt nichts da. Hey, da muss ich nochmal Fanasche die Welt mal sagen. Ich wusste nicht, in welchem Land kommt jetzt meine neue Box. Gut, Fuckies, ja, keine Ahnung. Blue. Ich weiß nicht, ob es noch in anderen Farben gibt. Guck mal, es ist so eine. Schau mal rein. Das kann ich mir gar nicht machen. Oh, wow. Ha, blau. Blau, blau, blau. Wir haben Alter. Das sind so. Keine Ahnung. So, da. Ist aber auch mächtig gewürzt. Keine Ahnung. Einfach rein damit. Rein mit dem Stumpf. Hot Chili Pepper. Oh, das hätte ich vorher lesen sollen. Hot. Tortilla Chips. Tortilla Chips. Hot Chili Pepper. War halt so einen weirden Geschmack. Klar, Schärfe kommt jetzt ruhig. Hol mal im Maul, hör mal hoch. Leicht scharf. Ist noch zwei andere Sorten. Gucken wir mal. Ui. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Das Doofe ist nur, ich weiß nicht aus welchem Land. Keine Ahnung. So, nächstes. Schokobons. Crispy. Ich weiß nicht, ob es die hier auch gibt. Ich habe sie bisher so jetzt noch nicht gesehen. Das ist irgendwas. Was ist das? Irgendwas Arabisches oder Türkisches? Oder? Das ist immer doof. Das ist echt doof. Da ist nicht keine Beschreibung drin. Weil guck mal, es ist irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Kann ich nicht lesen, ich kann es. Man kann es nur vermuten. Nur vermuten. Aber klar, Schokobons kennt man. Schmecken supi, dupi, yippie, yay. Cool. Guck mal, Mann. Mach auf den Quark hier. Na. Klar, wie man es kennt, üblich. Auch in normalen Bench. Das ist gut. Und dann macht man auf und dann hat man wieder sowas von. Crispy Bombs. Wir können ja mal gucken auf laut Bild. Also Schoko ist da auf jeden Fall drin. Milch. Kindermilch. Rich in Milk. Okay. Wie gesagt, ich kann das nicht lesen. Man könnte jetzt Google Translate nehmen oder sonst irgendwas. Aber schauen wir mal. Gut, Schokobons schmecken allgemein Bombe. Aber die sehen so ein bisschen ganz leicht. Man könnte theoretisch danach gehen, dass es irgendwie. So, könnt ihr das nochmal sehen? Ja, so.
Ja, Schokobams. Ein Schoko da auf jeden Fall. Ja, Schokofüllung. Das ist meine Weiße. Was ist das Weiße? Milchcreme. Sehr mal Milchcreme. Schoko und Karamell. Sehr schokoladig. Gewaltig schokoladig. Ohne Bock. Aber zum Mal abwechseln. Wir haben immer noch denselben Geschmack wie die Schokobons, die man kennt. Und es hat so Hanuta-Vibes. Hanuta. Ja. Geil, passt. Cool. Aber wie gesagt, das ist doof. Weil man hat immer so eine kleine Beschrühe dabei. Wo dann auch drin jedes Produkt, was da in der Box drin ist, drin steht und auf Deutsch übersetzt, was es sein könnte. Naja, gut, okay. Weiter. Snickers. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Real Truth. Gut. Es hat irgendwie nicht Cookie Duck. Cookie Duck. Aber da steht wieder alles auf Englisch. Gut, okay, ja, da nichts zu sagen, ne? Aber müsste echt mal. Ich frage da echt mal nach. Weil ich wüsste schon ganz gerne, wenn man die Sachen nicht kennt. Gut, das Snickers kennt man. Aber das sind so die Perlen oder was? Pass auf, gleich schmeckt das wirklich wie irgendwie Snickers, Alter. So ein mini Snickers. Also, jetzt mache ich da Schokolade drum und kann mir mein eigenes Snickers zusammen basteln. Sieht fast so aus wie so eine Füllung. Ja, wir schauen mal. The Sides. Also wie auf der Packung sieht es natürlich nicht so ganz aus, ne? Gut. Snickers kennt man, Karamell, Creme, Pipapo, Zappetit Creme. Ah. Aber sehr, sehr weit. Boah. Ich habe schon lange keinen Snickers mehr gegessen. Nur Candy Bar. Peace Mix into Delicious Cookie Duck. 98 Gramm. Oh yeah. Kommt aber der Karamell. Karamell kommt da richtig Bombe durch. Also irgendwo hat weniger was. Das ist klar, Snickers, also Nuss und dieses Karamell. Aber da fehlt so ein bisschen die Schokoladending. Schoko. Schoko. Irgendwie sowas. Ne? Also irgendwie so ein kleinen. Naja, wer weiß. Gucken wir mal. Oh je, nee. So. So, guck mal. Siehst du, weil nochmal mal gleich geändert hier. Hey, das war Snickers. Snickers. Gucken. Weiter geht's. Hahaha. Es sind M&M's Bounty. Kokosnuss. Yeah. Oh, Robin wird sich da richtig denken, so. Kokosnuss, bäh, pfui. Oh, geil. M&M Kokosnuss, Bounty-mäßig. Geil, da freue ich mich drauf. Das ist cool. Bounty ist allgemein Kokosnuss, ist einfach mein Ding, ne? Volle Erde mein Ding. Coolio. Zip. Haben wir mehrere Farben? Bounty Farm. Guck mal, wir haben Brown, Weiß, Blä. Ja, das waren so die Farben. Yeah. Bounty. Schmecken jetzt alle gleich oder weiße andere Farben oder muss man alle drei Farben gleichzeitig ballern?
Wir nehmen alle drei. Vielleicht ist es dann der Bounty, wollen wir? Kokosnuss kommt durch. Also dieses typische Bounty. Dieses Bounty-Kokosnuss. Ich weiß nicht. Wenn man hier so einen weißen hat. Und was dann? Ich glaube, die sind alle gleich gefüllt. Aber hat was, ey. Das ist cool. M&M Bounty. Es ist schon echt cool. Kokosnuss-Flavor ist logisch, klar. Wie Knossi immer sagt, so Coconut Shark. Nein, wir wollen ja keinen nachimitieren. Also auf jeden Fall ist da noch ein Getränk drin. Ne? Das definitiv. Aber wir gehen erstmal auf den Siegel. Twix. Wafer Rolls. Twix Rolls. Zwei Stück. Wie man es kennt. Jetzt sind die diesmal nicht als Riegel, sondern als Rolly Roll. Cool, ja. Ne? Zwei Stück. Oh, ey. Ich hätte es aber mal in den Kühlschrank packen sollen. Ja. Hätte ich mal reinpacken sollen. Oh, da schwirrst du schon voll in den Finger weg. So. Ne? Oh. Egal, das hauen wir mal eben schnell weg. Bevor das wegballern und wegschmilzt. Aber gut, aber mein Räuchchen war jetzt keine Füllung. Da ist jetzt eine Füllung drin. Füllung. Aber die Schokolade schmilzt schon voll weg. Ist zu warm hier. Aber wie man immer Twix so kennt, ne? Wie man Twix so kennt. Bei Wix, der Wix. Twix. Aber eben halt als Roll. Gefühl. Ja. Wie man sie mal kennt. Vom Geschmack her. Guck. Oh, ah ja. Komplett geschmolzen, alles. Oh Mann. Gut, okay. Aber im Mülleimer. Juhu. Sie ist dabei. Na, bisher hatte ich schon Bombe. Das einzige, was das scharfe, dieses Takis, gut, Geschmackssache. Na, logisch, klar. Das muss man mögen. So. Komm, wollen wir jetzt aus Getränk gehen? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Getränk ist. Ich weiß nur, dass da alles drin ist. Komm, machen wir. Machen wir Getränk. Getränk. Tada. Es ist Peach Edition, Red Bull Pfirsich Edition. Ich habe keine Ahnung, wie das schmecken soll. Red Bull, okay, gut, ist ein Tag, kennt man. Schmeckt auch, trinke ich auch. Energy Drink Pfirsich. Das ist mal weird. Aber ich bin ja froh, dass es wenigstens eins ist, was ich eventuell mögen würde. Cool. Machen wir das wieder im Glas oder? Ach komm. Erstmal ein Energy Drink. Sieht einen schönen Red Bull für sich. Boah, das riecht aber auch voll Elle da. Voll nach Pfirsich. Pfirsich. Red Bull. Ja, Schokoladengeschmack irgendwie von den Twix wegkriegen. Schoko. So be thy day, I be a yay. So muss das sein. Genau. Probieren wir mal. Mal gucken, ob das dieser typische Red Bull Geschmack eben halt ist, mit ein bisschen Pfirsich drauf. Oder ob das wirklich heftig nur noch Pfirsich ballert. So wie es riecht. Ja, mein erster Gedanke war richtig.
Es kommt auch hauptsächlich der, wenn du sofort trinkst, dieser volle normale Red Bull Geschmack durch. Und dann kommt so ein Hauch Pfirsich rein. So. Es schmeckt nicht scheiße, davon mal ab. Es ist echt gut. Also besser als erwartet. Also es gibt ja wirklich so weirde Red Bull Sorten wie Zero Zucker. Naja, gut. Ja. Ja, wie gesagt, das ist so wirklich so ein Hauch Pfirsich rein. Der normale Red Bull vom Geschmacklichen her mit klar, wie gesagt, Pfirsich. Aber man kann es trinken, es ist echt, es ist nicht Käse oder sowas. Ne? Käse ist sowieso nicht. So. Holen wir erstmal das kleinere Teil raus. Ein kleines Ding. Kinder Creamy. Ist da ein Spielzeug drin, ne? Ich will ein Spielzeug haben. Ein Löffel ist da drin, das weiß ich. Ist immer ein Löffel hier hinten drin. Okay. So wie diese Kinder Joy. Ne? Nur jetzt nur eine Hälfte. Ohne Spielzeug oder was? So. Ein Faltlöffel. So. Ich finde das so weird irgendwie, ne? Oder was war das so? Oder welche Seite? Welche Seite nennt man dann so? Bup. Und dicken Löffel. Ich weiß nicht. Selbst das andere ist Kinder Joy. Oh, 102 Kalorien. Versuch leider das Ding. Gut. Milch und Crunch. Also da werden wahrscheinlich irgendwie so Crispy Reis. Reisdinger. Siehst du. Die normale Kinder Schokolade. Also Ü-Ei Schokolade. Mit Reiscrunch Waffeldings. Dings kriegen. Aber ich habe keine Lust damit zu ballern, ne? So. Ja. Stück Pappe. Wir holen uns mal schnell einen Löffel. Ein klarer Löffel. Löffel. So. Ich hab einen Löffel, Baby, Löffel. Nehmen wir nicht damit mal rein. Das ist besser, ohne Quark. Boah. Alter, ist das hart. Haben sie mir Reis reingeballert als alles andere, oder? Der Twix war fast geschmolzen. Alter, das ist ja... Also für welche Kinder soll das denn sein? Eine, der absolut keinen Magen hatte. Das ist ja ein Witz. Und dann wahrscheinlich noch keine Ahnung, wie teuer. Irgendwie so. Ja, normale Kinderüberraschung. Schoko und das Weiße. Mit eben halt Reis-Krispies. Und das Weltbewegen ist sehr, sehr klein. Minimalistisch gehalten hier. Ja. Es schmeckt. Ja, aber. Also, wenn man bedenkt. Das ist schon so hart wie eine Metalle. Wie soll das dann hiermit funktionieren? Du kannst ausprobieren, aber. Ich finde es total Blödsinn. Das ist wie so. Vor allem. Bäh. So auf Pappe. Nee. Absolut nicht. Nimm das, wenn ihr sowas hier überteuert mal für eure Kinder irgendwie holen wollt, könnt ihr gerne machen. Aber ich empfehle doch mehr dieses Kinder Joy. Hast du mehr von? Hast du zwei Hälften? Oder ist es tiefer und größer? Und ist noch ein Spielzeug drin? Echt, was zum Nachschauen und was zum Spielzeug. Yeah, baby. Oh, jetzt machen wir eine Furie, nein, Quatsch. Okay. Haben wir ein großes und ein Pappding drin, ne? Nehmen wir erstmal die Pappe. Gott,
Next one. Schon wieder Kinder. Wie viele Kinder hat man da noch reingepackt? Wie na diese Brain immer so. Das ist gesund, das ist viel Kindermilch drinne. Kinder und Milch. Gesund. Manchmal kann es auch aus der Dose sein. Tronky. Kennt man hier aber auch irgendwie nicht, ne? Ja. Gucken wir mal, ist so Schokoraspel in. Ja, gut. Bon Kakao. Avec un. Irgendwas Französisches oder was? Sind fünf Riegel drin. Gute. Tada! Kindermilch. Kindermark. Gut für die Gesundheit. Das ist gut für euch. Oh, das ist gar keine Schokolade. Das ist ein Keks. 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 Gefühl. Ist ja auch ganz schön. Aber das ist immer. Also Schokoraspeln ist wirklich sehr klein. Sehr, sehr klein. Wie lässt sich das beschreiben? Gute Frage. Alter, weiß nicht. Also Schokolade. Ganz minimalistisch. Diese Raspeldinger. Aber spürst du fast gar nicht. Fast überhaupt nicht. Also, das ist so. Schau. Aber es ist gut. Das ist so eine Schokoladenkeks. So, oder eben halt Waffel in Schokolade leicht eingetüngelt. Weil diesen Schokoladengeschmack hat. Das andere, meinst du Vanille oder was? So wie man das kann. Ah, Kinder Tronky. Nouveau. Wie gesagt, könnte wieder Frankreich-Ding sein. Aber leider kann ich es nicht sagen. Weil die Broschüre nicht dabei ist. Käse. Doof. Blöd. Ja. Gut. Last but not least. Tada! Snickers Pots. Snickers Pots. Haben sie Snickers in einen Keks reingeballert oder? Fertig. Okay. Reißwürf. Wow, das ist weird. Das ist echt weird. Das ist so. Ja. Snickers Pots. Das ist nicht mal irgendwie komplett vom Keks. Da ist die das Schokoladending. Ne, wie man es hier sieht. Das ist das Schokoladending. Das ist wie Toffifee. Nur eben halt, dass da glaube ich keine Nuss drin ist, aber. Ne, ist normales Snickers Creme drin. Da. Also. Nur dass das eben halt ähnlich wie bei Toffifee Karamell-Ding ist. Und ein Keks. Ja, das ist normal wie Snickers. Trifft aber auch den Geschmack vom Sticker. Das ist wirklich, das stimmt. Stimmt schon. Wie gesagt. Ja, genau. Ja. Also okay, war auch gut. Creamy Snickers. Filling Crotlet and Crispy Baked. Bacon Wafer, okay, topped. Off with delicious Milchschokolade. Na gut, Milchschokolade, klar. Ja, gut. Hatten wir zweimal Snickers. Wie gesagt. Das Ding ist leer. Das Ding ist leer. Keine Broschüre, kein
Dings, hey, aus welchem Land kommt das? Ich werde da echt mal Beschwerde reinhauen. Ich werde mal fragen, ob die da nicht irgendwie mal. Ich will mal fragen. Ja, das ist blöd. Ernsthaft? Wie gesagt, ich hätte schon ganz gerne gewusst, aus welchem Land. Ne? Da gibt es immer so eine Postkarte immer drin. Ne? Ne? Im Normalfall. So hier. Ja. Und ja, keine Ahnung. Wie gesagt, normalerweise ist es aber. Und eine Broschüre eben halt, wo alles, was wir hatten, also wir hatten was Red Bull, Snickers, Pots, UI, Ding des Kekens, das Kinder Creamy mit Milch und Crunchy. Genau. Dann haben wir eigentlich schon ganz geil, mein Highlight eigentlich so diese Schokoballs Crispy. Die sind gut. Die sind echt klasse. Dann hatten wir von Kinder immer noch, aber diese Trunky. Genau, Kinder. Ganz viele Kinder. Ja, das andere war ja auch. Wir können ja mal kurz gucken. Hier so. Kinder. Joy. Nein, Kinder Joy ist es ja nicht. Das ist ja Kinder Creamy. Ja, Kinder Creamy. Dann hatten wir. Das haben wir in den Müll geschmissen. Unseren Twix Wafer Roll. Ne? Die Twix Dinger. Genau. Dann auch ein absolutes Highlight, was ich aus der Box war, als Highlight versehe, sind die M&M Bounties. Oh, die sind Bombe. Die sind echt gut. Ohne Quark. Nochmal eine Handvoll, ne? Die sind echt gut. Kokosnuss. Das ist geil. ja. Dann hatten wir von Snickers. So gut gedacht. Ich weiß auch nicht, was es da darstellen soll. Also irgendwo. Ne? Im Prinzip, also. Ich sag ja, man hat letztendlich einen Twix aufgeschnitten. Die Füllung genommen. Wie gesagt, so karamellmäßig schmeckt aber wie Twix, das muss ich schon lassen. Oh. Ja, ist nicht, ich sag mal so, ich denke, das hier ist nicht jedermanns Geschmack. Es hat schon wirklich einen sehr herben, intensiven Nussgeschmack. Muss man mögen, kann man mögen, muss man nicht mögen. Weiß ich nicht. Und dann haben wir unsere Takis. Blue Head Hot Chili Pfeffer. Also ich weiß auch nicht, ey. Irgendwie. Die sind echt cringe. Und sie haben echt eine gute Schärfe. Ja, was heißt eine gute Schärfe? Also jetzt nichts, wo einer, der sagt, oh, ich kann absolut kein Schaf ab. Und das würde mich killen. Nein, gar nicht mal so. Es kommt eine Schärfe durch. Die ist aber auch relativ schnell wieder weg, weil ich denke mal, das ist nur das blaue Pulver da drumherum. Weil das andere ist okay. So ein Schöpfding. Ja. Und dieses Pfeffer-Chili, das ist das blaue Pulver. Jetzt knallt die Schärfe rein. Ja. Nimmst du den Mund. Erstmal gar nicht. Nimmst du das, kaufst du es. Verteilt diese das blaue Pulver und ja, wie gesagt, ich bin auch kein Hardcore Schafesser, so richtig so boah, scharf. So, apropos scharf, einen Moment. Und zwar, so, wie gesagt, das Fanasche Weltkrieg jeden Monat. Ich will mal fragen, warum ich diesmal jetzt so eine Broschüre nicht hatte oder
nachgoogeln, aus welchem Land dieses Paket kommt, welches länderspezifisch das ist. Und ja, gucken wir mal. Weil ich kann es nicht sagen. Ich kann noch mal gucken und euch zeigen, wie es normalerweise aussehen sollte. Sollte. So, wir fangen alles mal wieder hier hin. Dann kann ich gleich noch ein bisschen mimmeln. Mimmeln! So, die kleine Mimmeltasche. So, das lasse ich hier hinstehen, weil wenn das ausgibt, dann haben wir hier eine Riesenkatastrophe. Riesenblemmer. So, hinten hin. Okay, alles andere hat ja Unverpackung. Siehst du wohl. Knickknack, tralala. So, das snacke ich gleich noch mal weg. So, diese ein bisschen rein. Aber dieses Red Bull Peach ist echt gut. Ist nicht schlecht. Wenn man simpel. Aber natürlich wieder in so einer 3 Euro Dose. 250 Milliliter. Ja, typisch Red Bull. Red Bull Energy. Yeah. Was sagt das? Chip, 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 Vögel. Nein, Quatsch. Oh Mann. So, ja, das war die Box. Eigentlich schon ganz cool. Guck mal ab. Wie gesagt, ich kann leider nichts Großartiges machen, tun, sagen, trollala oder sonst irgendwas. Weil, ja. Leer. Leer, leer, leer. Keine Broschüre drinne. Ich kann euch das mal zeigen. Ich zeige euch das mal. Und zwar normalerweise hat man da immer so, wie gesagt, das ist jetzt die Broschüre von der letzten Box. Das hat irgendwie mit dem Video nicht so ganz hingehauen. Und zwar in der letzten Box gibt es immer so eine Broschüre, so ein Heftchen. Dann weißt du, es kam aus Polen. Das war ein Snacks. Land Polen. Ne? Da haben wir so eine schöne Broschüre hier. Ne? Das ist so, wo ich sage immer wieder, hey, das muss dabei sein, weil du dann, wir können das immer so für euch blättern hier. Nur ein bisschen Dorf, Polen halt, was wie wo, Sehenswürdigkeiten, sowas eben halt. Und dann hat man hier, was ist in der Box drinne? Ne? Also, weil dann kannst du nämlich hier auf Deutsch lesen, was sie da eben halt, ne? Willst du Bescheid? Wie gesagt, da waren echt gute Sachen drinne. Ne? Also, allein hier. Dimbark, ne, sowas eben halt, oder ja, wie gesagt, es ist so, da steht dann auch wirklich eben halt auf Deutsch alles dabei. Die Dimbark Kultgetränke vereinen Tradition, hervorragenden Geschmack und sofortige Erfrischung. Ja, wie gesagt, da sind immer Texte dabei. Das ist cool, ne? Hier nochmal zur plus Zutatenliste, falls irgendjemand allergisch ist oder sonst irgendwas. Alles dabei, da kannst du einmal kurz gucken, hey, kann ich das mein Kind überhaupt zumuten oder nicht? Ne? Das ist, und das hat eben halt, wie gesagt, ich habe keine Allergien, dementsprechend kann ich eigentlich soweit alles spachteln. Ne? So ein kleines Quiz, ne? Für Polen etc. Und sowas eben halt gibt es in jeder klappten Box und in dieser jetzigen war keine drinne. Schade. Sehr, sehr schade. Muss ich nachgucken oder ich rufe dir oder ich melde mich einfach von dir, ich schreibe dir eine Mail, sag hey Leute, ich habe die Box bekommen und diesmal war keine Broschüre drin, ich habe keine Ahnung aus welchem Land. Klar, man kann mit den ganzen Sachen was anfangen. Gut, okay. Jetzt mal irgendwas ganz anderes. Und zwar bezüglich des Schafes. Scharf. Scharf essen und so weiter. Es ist nicht so mein Ding. Bis zu einem gewissen Grad kann man es aushalten, kann man machen.
Und zwar, es gibt ja, ihr kennt es alle, Jellybeans. Jellybeans. Nein, gibt es die ganz normalen mit verschiedenen Geschmäckern. Ihr seht es ja unten links schon. Und zwar, die sind noch alle zu. Weil ich habe eigentlich vor, mal mit Robin zusammen Challenge zu machen. Und da haben wir zwei Sachen dabei. Und zwar haben wir einmal die Ekel-Challenge. Ekelig oder geil? Jellybeans. Na? Dass wir da eben halt eine Challenge draus machen. Wir drehen, nimm das hier und drehen auch wirklich. Und dann ballern wir da mal durch. Wenn ihr das sehen wollt, wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare. Geil. Machen wir ja, nein, vielleicht. Na? So, und aufgrund dessen haben wir uns gedacht, es gibt auch die absolute Hot Challenge. Also die, da habe ich Respekt vor. Weil ich bin wirklich nicht der Scharfesser. Also wenn man bedenkt, es fängt mit der Sriracha an, Schärfe, geht über Jalapeno, dann geht's zur Cayenne, zum Cayenne, also Cayenne-Pfeffer kennt man. Cayenne-Pfeffer kannst du Prise reinhauen, passt schon. Dann über die Habanero und bis zur schärfsten ever, der Caroline Reaper. Also ich sag mal so, dieses Ding hier wird mich doch schon fast killen. Robin und ich wollen uns dieser Herausforderung stellen. Einmal diese und einmal diese. Und bei der hier werde ich erstmal ein Check-up machen. Ich werde das hier mache ich nicht ohne irgendwie Beaufsichtigung von Mediziner, ärztliche Unterstützung und sonst irgendwas. Weil wenn ich das mache und dann umfalle, umkippe, Kreislauf, Kreislauf etc. Da ist lustig zu sehen, gerade im Video, wenn irgendwas, wo was passiert. Aber es ist kein Spaß, Leute. Wie gesagt, passt damit auf. Wenn ihr scharf esst, nicht übertreiben. Ich mache das in einer Art Challenge unter eurer Beaufsichtigung. Und dann, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Ballern wir Jellybean Challenge rein. Und ja, nächsten Monat, wie gesagt, neue Box, neues Glück. Wenn wir das weitermachen wollen hier, gucken wollen, was hier drin ist. Gerne. Ja, schaut auch bei meinem YouTube-Kanal vorbei. Lasst mir hier ein Follow da. Wäre super cool. Dann kriege ich auch meine Twitch-Partnerschaft und kann dann eben halt deutlich mehr Funktionen hier reinhauen. Ne, da macht das auch ein bisschen mehr Spaß. Könnt ihr mit mir eben halt agieren und so weiter. Und yay! Yeah, dann läuft der ganze Hase. Guti, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal gerne auch reinschauen. Wacken. Hier. Ja, da. Ne? Habe ich Vlogs rein von 2022, 2023. Einmal Kommentar lassen, Däumchen da lassen. Immer wieder gut. Immer wieder gern gesehen. Und würde mich sehr, sehr freuen. Gerade eben halt diese Unterstützung von euch. Guti. Dann euch noch einen schönen Abend und so weiter. Gucken, was immer ihr dann auch noch macht. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß. Und teilt es. Ja. Dann frohes Schaffen. Schön mit euch und bis denn. Okay, knack, knack.